komm mal mit mir zum Gottesdienst und dann gehen wir weiter. Und dann wirst du mal dein blaues Wunder erleben. Dann wirst du mal ein echtes Wunder erleben und nicht nur irgendwelche Dummschwätzer. Lass mich ganz fit, wenn du willst. Man braucht gar nicht heiraten, wenn man sich sowieso unterscheiden lässt. Ehe ist nur noch eine Verbindung auf Zeit. Man fickt miteinander, dann verlässt man sich wieder, man fickt mit dem Nächsten, dann verlässt sich wieder, man fickt mit dem Nächsten und so weiter. Schön Beinchen draht machen, Opa will ficken. Was? Schön Beinchen draht machen, Opa will ficken. Was? Schön Beinchen draht machen, Opa will ficken. Was? Weg mit allen Muslimen, weg mit allen Moscheen. Na komm her und diskutier doch mit mir, da hast du keine Nummer in den Knochen, Hast du auch Schiss vor mir, ja? Traust du dich nicht zu diskutieren, weil du keine Argumente hast, weil du so ein dummes, dämliches, intelligenzloses Dreckschwein bist, der nur andere Leute anschreien kann, du dreckiger alte Sau, dann komm her. Wer hat mir geantwortet? Deine Malmuna hat mir geantwortet. Dann komm doch her, du dreckige Schlampe, wenn dir lieber ist, Leute anzuschreien, ja? Wenn es dir lieber ist, anzuschreien, dann komm her, dann kann ich dich anschreien. Dann kann ich dich anschreien, um fertig zu machen, bis du gar nicht mehr aufstehst, du dreckige Hure. Weg mit allen Muslimen. Weg mit allen Moscheen. Das Hohelied 4,1. Da steht, dein Haar gleicht einer Herde von Ziegen, die herabzieht von Gileads Bergen. Ganz genau, das sind meine Haare gemeint. Ich bin damit gemeint. Und wagt es ja nicht, mich da rauszulöschen. Dann seid ihr nämlich gar keine Gläubigen mehr vor Gott. Ja, und wieder schön bist du, meine Freundin. Ja, du bist schön. Das ist genau das, was Gott zu mir sagt. Und außerdem bin ich auch eine Prophetin. Dann solltest du mal das Video angucken, was ich am 26.04. gemacht habe. Das